Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Playtiger. Heute filmen wir uns auf der Map Winterberg V1. Nur zur Info, das ist jetzt erstmal nur ein kleiner Teil der Map, also ein kleiner Teil des Skigebiets, noch nicht alles. Ganz kurz noch zu Anfang, das Dorf hier. Ich bezweifle, dass das Dorf so aussieht. Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so in Etagen hochgeht. Und ja, ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen. Ich glaube nicht, dass es so aussieht. Vielleicht ähnlich, aber ich glaube nicht. Aber ich kann es nicht sagen, also da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Ja, beginnen wir einfach erstmal mit der Bar hier vorne. Das ist ein kleines, hier ist so ein ganz kleiner Skitreff. Ja. Und hier ist noch ein Parkplatz. Ich denke mal, die müssen sich hier relativ an Vorbild halten. Heißt, sie können nicht irgendwas fancy hinzufügen. Ich denke, deswegen ist wahrscheinlich etwas schwieriger. Ich weiß nicht, ob die Stützen jetzt so exakt am richtigen Platz sind, wie es im Winterberg-Map ist. Ich gehe mal nicht davon aus, weil es aber extrem viel Arbeit wäre. Aber ich weiß es nicht. Genau, und schauen wir uns die Map einfach mal an. Da vorne sieht man schon was. Da ist ein eigenes gemoddetes Stationsgebäude. Das gehört dem Sürrenberg. Hier ist der Eingang 8er CLD. Sieht aus. Irgendwie funktioniert der Beschicken bei mir nicht. Deswegen sind Bahnen teilweise falsch beschickt. Keine Ahnung. Genau, hier sind es dann aber die normale Stationverkleidung, weil die kann man nicht abmachen im WRS. Deswegen sieht so aus. Ja, aber finde ich immer sehr toll, dass man hier so ein schönes Stationsgebäude hier gemacht hat. Sogar mit Werbung dran. Das ist natürlich sehr realistisch. Ich glaube, die Werbung gibt es ja sogar in echt und alles. Ist schon sehr authentisch gemacht. Doppelmeier drum drüber. Ja, das ist echt gut gemacht. Ja, fangen wir mal mit der ersten Stütze hier an. Weil ich leider bei, für die meisten Stützen sagen muss, sie sehen so aus. Wir wieder, die Stützen sind hier leider hier bei fast jeder Ausfahrt so eine Wechsellaststütze und das ist halt einfach nicht realistisch, vor allem wenn es so stark nach oben geht. Hier geht es dann noch im Vergleich zu anderen, aber einfach eine zweite Stütze hinstellen, das ist auch im Winterberg so, die waren da nicht nur eine Stütze hin, da bin ich mir zu 100% sicher. Ja, da geht es hier weiter. Und nach oben, auch hier wieder, hier ist erstmal alles gut, aber ich weiß nicht, wieso man das so schräg hingestellt hat. Man hätte es aber gerade hinstellen können, die Stütze heißt gerade, anstatt dies so schräg hier zu machen. Ja, das wäre halt schon besser, würde ich mal sagen. Dann gehen wir wieder zur Poppenbergbahn. Die ist hier unten. Und ist ein ganz normaler 6er CLD, wie es aussieht. Ja, hier ist nochmal ganz extrem die Ausfahrt. Also, das muss wirklich jeder sehen. Dass das nicht realistisch ist hier, dass es ein viel zu starker Neigungswinkel ist, das muss halt wirklich jeder sehen. Also, wirklich, das muss wirklich jeder sehen. Das ist nicht realistisch, wenn es so eine Bahn geben würde. Ja gut, dann würde ich nicht mitfahren, weil die würde garantiert nicht lange durchhalten. Ist leider so. Ja, das hätte man einfach nur zwei Schützen machen können. Ich verstehe was, auch, warum die vielleicht hier nur eine Schütze gemacht haben, weil die hier relativ wenig Platz haben und die relativ schwierig ist, eine weitere Schütze hinzustellen, aber da, es muss halt irgendwie auch möglich sein. Es ist auch bestimmt möglich. Ja, hier oben ist wieder eine bisschen schräge Stütze, aber hier geht es eigentlich noch ein bisschen weiter nach vorne stellen. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt, aber kann machen, das ist eigentlich okay. Ja, das ist der Poppenberglift hier oben. Ja, weiter geht's zur kleinen Büre. Ja, hat beschicken anscheinend auch nicht funktioniert. Hier, warum so schräg sein muss, verstehe ich nicht. Und Wechselerstütze ist hier halt auch absolut unnötig, aber eine zweite Stütze hin. Ja, unten wahrscheinlich auch wieder. Ja, unten ist ja auch wieder so ein sehr unrealistisch, ja, ja, eben schon, ist aber nicht realistisch, sowas, das geht absolut gar nicht. Übrigens, ich will diese Map nicht totem und die Seilbahn erst recht nicht. Dazu kommt gleich wirklich nochmal was. Die Seilbahn sind nämlich gar nicht so schlecht, also bleibt mal dran. Der Bürre-Bremberg-Express, sogar hier mit den schönen Tannenbäumen, die so wirklich sehr typisch sind für das Sauerland. Ach, hier ist sogar ein schönes kleines Café, kann man ja schon eigentlich sagen. Und dann geht's halt hier raus. Eine schöne Stütze, muss ich ja echt mal sagen. Ach ja, Beispiel der Beschickung, wie gut die funktioniert hat. Ja, ne? Alle in die Richtung und dann der hier. Dada. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Ich habe die eigentlich so gelassen, wie sie alles ist. Ich habe nur Beschicken gedrückt, hier mit den Seilbahnen. Und ja, das wurde draus. Sollten wir vielleicht mal fixen. Keine Ahnung, was da jetzt los war. Ja, dann geht's halt hier hoch. Sehr schöne Strecke übrigens. Und hier oben halt, weiß nicht, wieso das hier in der Station drin ist. Ich habe nur leider die Erfahrung gemacht, dass Menschen in der Station drin ist, die sich hier einmal drehen. Hier vorne. Auf meiner eigenen Map habe ich die Erfahrung machen müssen. Heißt, das geht so nicht. Gehen wir jetzt zum Bremberglift. Das ist ein schöner Seitensprunglift vom AMT. Und ja, eigentlich unverändert. Geht ja auch nicht viel. Da gehen auch die Stützen ja nur gut, weil die sind ja vorgegeben vom AMT. Weil ich schön finde, ist hier der Ausgang. Den haben wir hier ganz gut gemacht, dass hier auch keiner weiterfährt,
ja, nicht ideal hier. Genau. Der Bremberg-Kopf 1 hier hat eine für mich unverständliche Ausfahrt. Ich verstehe nämlich nicht, wieso hier zweimal Stützen sind. Ich hätte ja diese Stütze hier hingestellt oder ein bisschen weiter, eher da, wo die jetzt andere steht. Oder wenn man so macht, macht sie auch einfach kleiner, weil ihr wollt, wie es aussieht, auf diese Höhe von der Stütze. Die müsste gar nicht so hoch sein, einfach. Die hätte einfach niedriger machen müssen, dann hätte man auch nicht auf die Höhe kommen müssen. Und dann hätte man auch hier nicht den Boden berührt, einfach wenn man einfach. Ups. Wenn man. Das hätte man echt. Ja, das geht immer besser. Ich könnte das zeigen im weiteren Video, aber ich. Mal sehen. Wenn ich jetzt nicht krank werde. Einfach niedriger machen, dann geht es mich da auch schon wieder. Gehen wir weiter. Ja, habt die Einfahrt halt, ne? Was soll ich denn sagen? Erkennt man die. Ja, Zeitstütze, ne? Ja, ich lasse einfach. Ja, hier ist ein schönes Förderband. Das finde ich sehr schön. Das. Ja, ist gut. Ich denke mal, ist im echten Winterberg auch so. Jetzt noch der kleine Quickjet. Ja, auch hier wieder. Weiß nicht, warum das so schräg sein muss. Kein Plan. Schön, dass sie hier diese Sicherung darauf gemacht haben. Finde ich sehr gut. Und auch hier unten wieder. Wenn das mal nicht sehr realistisch aussieht, dann weiß ich auch nicht mehr. Okay, nein, jetzt nicht. Das ist die Sache. Hier unten ist ein schöner See, authentisch, zum, noch ein Lager hier, Après-Ski-Bar hier, ist relativ authentisch, ja, super. Hier wieder am Poppenberglift vorbei, zu dem hier. Birre-Herjo heißt die Bahn hier. Auch hier wieder die Ausfahrt, brauche ich nichts zu sagen, sehr schöne Steine hier. Ja, relativ kurzer Lift geht hier oben dann hin, auch wie warum so schräg sein muss, check ich echt nicht, und warum das hier auch in die Station gehen muss, check ich echt wirklich nicht. Dann ist hier noch die raue Buschbahn. Die geht dann noch hier runter. Der sieht echt etwas weird aus. Die hätte gar nicht so schräg sein müssen, aber gut. Und hier das Leichtproblem wieder. Gut, da geht nichts zum, ne? Er kennt die Sache schon. Ja, warum ich die selber vielleicht gar nicht so schlecht finde, weil sie ist halt schon ein Meisterwerk, das jetzt so hinzukriegen, dass alles so am richtigen Platz ist und so weiter. Ich weiß nicht, wenn die die Schützen exakt so gemacht haben, wie sie auch wirklich stehen, also im Großteil, also wenn wirklich nur eine Schütze in meiner Ausfahrt steht, weil ich jetzt gar nicht weiß, falls es so sein sollte, aber das Spiel halt immer diese bestimmten Schützen macht, kann man sich ändern. Dann ist es halt so, wenn man halt so realistisch halten muss, aber ich fürchte einfach, es ist halt nicht so realistisch gehalten. Vor allem, wenn ich dann sowas sehe, Stützen, die in die Station rangehe, dann kriege ich, wo waren die denn? Die waren unten irgendwo. Dann kriege ich halt einfach eine Krise, wenn ich das sehe. Ich glaube, das war die Delft, oder? Oh ja. Weil das geht halt wirklich nicht. Ich habe schon selber getestet. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Wieso macht man das? Ich glaube, die wollten in dieser Absperrung bleiben, aber das geht doch nicht. Man kann das doch nicht machen. Ich verstehe es wirklich nicht. Die sind an sich ja wirklich nicht schlecht und die haben bestimmt sich auch wirklich Mühe gegeben bei der Helle. Bei der Map. Aber das ist halt einfach nicht, nicht gut. Die haben die aber, die haben ja diese Kleinigkeit aber zu wenig, aber zu wenig an der Stelle gemacht. Ich bin etwas enttäuscht von diesem SRTD, ich glaube, das war das SRTD-Team, glaube ich, hier. Bin etwas enttäuscht, hätte mehr von euch erwartet, tut mir leid. Bei Winterberg ist natürlich schon relativ anspruchsvoll. Verbessert die Map-Nummer. Ist ja leider keine Beta mehr, ansonsten wäre es nicht ganz so schlimm, aber das ist halt schon schade mit den, ich halt sehe, wie die halt bis in die Station reingehen, ja, das ist ein bisschen zu viel. Ja, generell die Ausfahrten und Einfahrten sind nicht so ganz gelungen, meiner Meinung nach. Halt wie wegen den Stützen, die da halt stehen. Ja, hier Beispiel nochmal. Und auch hier oben nochmal die schräge Beispiel. Und dann auch das da oben, ganz schlimm. Meiner Meinung nach. Ja, ansonsten fehlen mir noch die Pistennummern hier neben. Und die Absperrungen generell so hier Slow Down und so weiter. Slow, langsam. Die ganzen Schilder fehlen, dass man noch authentisch macht, was so realistisch wirken lässt. Das gibt es ja auch im Winterberg. Also wäre das bestimmt noch schön, das würde doch das Erlebnis etwas verfeinern. Also ich hätte diese Version als Beta released, ganz ehrlich. Aber wenn das Modding Team meint, das möchtest du machen, dann. Klar, dann sollen sie es auch so machen. Ja, das hat meine Kritik jetzt so an der Map. Ich bin etwas enttäuscht, was man, denke ich mal, schon gehört hat. Es sind auch nette Details drin, aber halt an solchen Sachen mit den Seilbahnen scheitert es halt leider. Sie haben ja es auch gut gemoddet hier, aber ja, an solchen Sachen scheitert es halt. Das ist halt sehr schade. Ich hoffe, die nächste V2-Version wird besser. Bitte nur nicht als Angriff, liebes Modding-Team. Ich möchte niemandem angreifen. Ich möchte euch wirklich nur helfen. Ich möchte jetzt hier kein Hate verbreiten über euch. Ich bin sicher, ihr wollt manches das möglich, wollt es möglichst gut machen, aber vielleicht hättet ihr euch nur mal die Kleinheiten noch verbessern können. Das ist ja nicht besonders viel. Ja, genau. Außer mit den Schildern noch. Genau, ansonsten. Ja, schaut euch die Map trotzdem mal an, aber es sind halt schon relativ schwerwiegende Fehler, die aber leicht zu beheben sind. Aber gut.
Ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Wenn ihr wollt, dass ich diese Map hier verbessere, ne, schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und ja, dann war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch. Und drückt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert mich doch und drückt auf die Glocke. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao.